Unser Mr. X weiß genau, welche Gefahr ihm von ihr droht. Wenn wir sie nämlich finden und zum Reden bringen, ist er überführt. Er wird das mit allen Mitteln verhindern. Solange er noch nicht Gelegenheit hatte, die Edelsteine zu holen und damit zu verschwinden. Jede Sekunde ist kostbar. Der Glockenmörder weiß, dass wir ihm auf der Spur sind. Wenn ihm nicht auch noch Mary West zum Opfer fallen soll, müssen wir unbedingt vor ihm am Wolfsloch sein. Fahren lassen Sie alles, McFaber. Vielen Dank, Sir. Aber vergessen Sie nicht, das ist Ihre letzte Chance. Ich weiß, Sir. Kommen Sie, Osborne, ins Teufelsmoor. Warten Sie, ich komme mit. Als dritter Mann. Sehen Sie nur diesen blutroten Sonnenuntergang. Erinnert mich nur daran, dass wir unbedingt vor Einbruch der Dunkelheit diese Wetterschutzhütte im Wolfsloch finden müssen. Halten Sie es für möglich, dass man die Frau des Messners seit 2 Jahren dort gefangen hält? Ich finde, alles deutet darauf hin, Sir. Aber was ist, warum bleiben Sie stehen? Hier etwa hörte ich heute Nacht die Stimme aus dem Moor. Wissen Sie noch, aus welcher Richtung diese Stimme kam? Ich möchte nach wie vor wetten, dass der Wind diese Stimme von Derringhaus herübertrug. Aber das ist doch Unsinn, McFaverham.